Alles neu macht der Mai. Schön wär's. Auch die Heinzelmenschen gibt es nicht wirklich. Das Land Sachsen gibt es zwar, aber auch wiederum nicht wirklich, wenn es um die Unterstützung sächsischer Fußballclubs, speziell unseres Vereins, geht. Bei einem Treffen von Jens Stopp mit Förderkreis-Vorstandsmitglied Jens Carlos und FCE TV hat unser Vizepräsident Neues rund um den FCE vorgestellt, Fragen der Fans beantwortet und sich auch zum Thema der bislang eher bescheidenen Unterstützung durch den Freistaat geäußert. In der näheren Zukunft haben wir ein Gespräch bei unserem Ministerpräsidenten Tillich und da wird es genau um diese Situation gehen. Wir erwünschen uns natürlich auch Unterstützung von unseren Landesvätern. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Wenn es ums Geld geht, fragen sich Fans zum Beispiel berechtigterweise, weshalb an hochsommerlichen Tagen, wie der 16. Juli einer war, in der Mittagszeit das Flutlicht benötigt wird. Doch auch dafür hat Jens eine simple Erklärung. Es sind ganz klare Vorgaben von der DFL. Das steht bei uns im Fernsehvertrag, dass wir das Flutlicht anschalten müssen, wenn es die DFL bzw. Sky wünscht. Da können wir überhaupt nichts machen. Wir wissen, dass viele Fans gesagt haben, dass wir im Winter kein Geld haben für die Rasenheizung und im Sommer dann bei herrlichstem Sonnenschein die Flutlichtanlage anstellen. Und das ist uns aber so auferlegt und daran müssen wir uns auch definitiv halten. Dafür bekommen wir auch das Fernsehgeld. Dass dieses Geld und das der Sponsoren gut angelegt ist, wird sich nicht nur am sportlichen Abschneiden zeigen. Im Umfeld unseres Vereins hat sich von den Trainerbänken bis hin zum VIP-Bereich eine ansehnliche Menge getan. Das ist vorzeigbar, das ist ordentliches Zweitliganiveau, zeigt sich auch unser Vize zufrieden mit den Veränderungen, zum Beispiel bei den Werbebanden. Wir haben also vor der Haupttribüne eine feste Bande installiert, die uns auch mehr Einnahmen sichern soll. Wir haben hinter den Toren ein komplettes Bandensystem installiert, wo unsere Firmen auf alle Fälle besser präsentiert werden. Und wir haben uns eben dabei gedacht, weil die feste Bande muss ja im Fernsehbereich zu sehen sein. Die Kameras stehen bekannterweise auf der anderen Gegengerade. Und deswegen haben wir uns da einfallen lassen, dass wir die Trainerbänke auf die Gegengerade stellen. Allerdings sitzen unsere Betreuer, Trainer und Spieler nicht mehr auf der Seite der eigenen Fankurven, was ebenfalls für einige erstaunte Anfragen gesorgt hat. Die Antwort ist wieder einmal ziemlich einfach, wenn auch Jens Stopp dabei etwas schmunzeln muss. Das hat einen guten Grund. Auf dieser Seite befindet sich also immer der Linienrichter. Und damit unser Trainerteam auf den Linienrichter ein kleines bisschen Einwirkung hat, haben wir diese Seite gewählt. Die Neuordnung entgegen jahrzehntelanger Gewohnheiten hat noch andere Vorteile. Überregionale Firmen wie Jack Wolfskin haben für ein Engagement in Aue klare Vorstellungen, etwa Bandenwerbung ohne Unterbrechung durch Trainerbänke. Außerdem verbessert sich die Sicht vom VIP-Bereich aufs Spielfeld, wozu auch der abgesenkte Sicherheitszaun beiträgt. Dem entsprechenden Antrag unseres Vereins hatte die DFL zugestimmt. Überall, wo wir auftreten, auch als Vorstand oder als Aufsichtsrat zu den Auswärtsspielen, sind wir gern gesehen. Unsere Fans sind Vorzeige. Und wir haben dann einen Antrag gestellt, ob wir die beiden Geraden der Haupttribünen die Zäune kürzen können. Und da wurde aufgrund dieser Gegebenheit stattgegeben. Eine simple Antwort gibt es auch wieder auf die Frage, ob sich die Flex nun rund ums Stadion ihren Weg durch den Zaun bahnt. Nämlich nein. Nach den DFL-Richtlinien darf der Zaun nicht überall auf 1,10 Meter gestutzt werden. Für Fankurven gibt es eigene, strengere Richtlinien. Auch andere größere bauliche Änderungen am und im Sparkassen-Erzgebirgsstadion wird es vorerst nicht geben. Schließlich ist auch im VIP-Bereich, FCE TV berichtet nächste Woche ausführlich darüber, zuletzt eine ganze Menge passiert. Denn es gibt auch anderweitig noch Baustellen und Bereiche, die längst an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. Wir werden also in unserem Nachwuchsleistungszentrum Veränderungen vornehmen müssen. Dazu sind auch schon sehr konstruktive Gespräche mit der Stadt geführt worden, mit unserem Bürgermeister. Das ist eine ganz große Sache, die wir angehen müssen. Wir sind also da auch an unsere Kapazitätsgrenze gelangt. Und auch an der Infrastruktur, das heißt Parkplätze schaffen, muss gearbeitet werden, das wissen wir, damit unsere Fans hier nicht so einen langen Anfahrtsweg haben, müssen wir was tun und dieser Sache sind wir uns bewusst. Fußball wird natürlich auch noch gespielt. Selbstverständlich wurde beim Treffen der beiden Namensvetter über Aachen und Ingolstadt sinniert.
Auf ein Ergebnis wollte sich aber keiner der beiden festlegen. Aber klare Vorstellungen gab es nichtsdestotrotz. Ich hoffe, dass wir uns dort sehr gut präsentieren. Ich hoffe weiterhin, dass von unseren Neueinkäufen der ein oder andere eingesetzt wird. Weil das sind schnelle Leute und wir werden in einem Auswärtsspiel, im Umkehrspiel, definitiv schnelle Leute benötigen. Ingolstadt ist eine spielstarke Mannschaft und die können wir mit Kampf und Schnelligkeit beeindrucken. Grund zum Feiern im neuen lila-weißen VIP-Raum wird es frühestens am 7. August geben, wenn unsere Veilchen gegen Karlsruhe antreten dürfen. Dazwischen liegt bekanntlich noch das DFB-Pokal-Intermezzo in Saarbrücken. Glück auf!